Der konservative Podcast Ketzerkirche beschäftigte sich jüngst mit dem Thema Wirtschaftspolitik. Obwohl Wirtschaftspolitik schon etwas viel gesagt ist, der Podcast sah sich ein einziges Unternehmen aus den Vereinigten Staaten mit einem einzigen Mitarbeiter an und versuchte dann von diesem Unternehmen her zu belegen, dass demokratische Betriebe scheitern müssen, obwohl dieser Betrieb ja nur einen Mitarbeiter hatte. Und davon ausgehend sollte dann auch noch erklärt werden, wieso Kapitalismus so ein tolles System sei und Kommunismus immer scheitern müsse. Naja, wenn ihr eine Reaktion auf diesen ganzen, sehr wirren Beitrag sehen wollt, dann schaut gerne beim Streamer Politopia vorbei. Politopias Video ist in der Beschreibung verlinkt. Wir wollen uns allerdings nicht den ganzen Beitrag, sondern nur die Aussagen der Ketzerkirche zum Kapitalismus ansehen. Die Ketzerkirche beschreibt nämlich nicht das System, wie es real existiert, sondern eine absurde Idealvorstellung, wie sie nicht existiert und auch nie existiert hat. Und das, na gut, also jetzt muss ich natürlich auch mal auch dieses Prinzip oder vielleicht auch mal an sich den, wie soll ich sagen, eine Leistungsgesellschaft ist ja eigentlich das, was ein Kapitalismus ist. Hier geht es ja nicht um die individuelle Leistung, alle kriegen das gleiche Geld. Muss ich an der Stelle fragen, warum soll ich da mehr leisten als der weniger leistet, wenn ich das gleiche Geld kriege? Das ist ja schon mal die erste groteske Falschbehauptung. Der Kapitalismus ist natürlich keine Leistungsgesellschaft. Kapitalismus bedeutet, dass sich Kapital in Privatbesitz befindet und es doppelt freie Lohnarbeiter gibt, die eben von diesen Kapitalisten angestellt werden. Inwiefern eine Leistungsgesellschaft ist oder nicht, könnte man ja empirisch gucken. Und genau das machen wir jetzt. Man kann bei identischen Tätigkeiten sehr gut die Arbeitsproduktivität von verschiedenen Arbeitern vergleichen. Und der Gini-Index liegt bei identischen Tätigkeiten normalerweise im Bereich von etwa 0,1. Der Gini-Index ist ein Maß für die Ungleichheit. Der Gini-Index für die Einkommensungleichheit in der Gesellschaft liegt aber bei den meisten Industrieländern und auch bei den meisten Entwicklungs- und Schwellenländern wesentlich höher, nämlich im Bereich von ungefähr 0,4. Wie gesagt, bei manchen Ländern höher, bei manchen Ländern etwas niedriger. Aber der Gini-Index der Einkommensungleichheit liegt regelmäßig wesentlich höher als die Ungleichheit der Arbeitsproduktivität. Das zeigt, dass der Kapitalismus eben keine Leistungsgesellschaft ist. Aber nicht nur das. Je höher die Ungleichheit ist, das heißt, je weniger staatliche Transfermechanismen es gibt, desto weniger Leistungsgerechtigkeit herrscht in einer Gesellschaft. Diesen Zusammenhang legt zumindest die Great Gatsby-Kurve nahe, die ich und MMT mit Jan hier schon vor einiger Zeit besprachen. Die Great Gatsby-Kurve stellt den Zusammenhang zwischen intergenerationaler Einkommenselastizität und Gini-Index der Einkommensungleichheit dar. Je größer die Einkommensungleichheit ist, desto geringer ist die soziale Mobilität. Je mehr Ungleichheit, desto schwieriger ist es, aus eigener Leistung aufzusteigen. Mehr Ungleichheit, weniger Leistungsgerechtigkeit. Das ist der Zusammenhang, den die Great Gatsby-Kurve impliziert. Die eben gezeigten Fakten sollen übrigens kein Statement für oder gegen den Kapitalismus sein. Wer diesen Kanal länger verfolgt, weiß, dass ich kein Gegner des Kapitalismus bin, sondern mir einfach nur eine andere Wirtschaftspolitik wünsche, wie sie in Deutschland vor ein paar Jahrzehnten ganz normal betrieben wurde und wie sie durch die neoliberale Wende mittlerweile leider nicht mehr betrieben wird. Nämlich eine Politik, die der breiten Mehrheit nützt und nicht nur wenigen Reichen. Naja, aber wenn man beim Abspulen seiner rechtsliberalen Propaganda ist, dann braucht man natürlich weder Empirie noch Theorie, sondern man kann, wie die Ketzerkirche es gleich machen wird, mit absurden Vergleichen und Analogien um sich werfen. Oder um es anders zu sagen, ne, ihr kennt das Beispiel sicherlich schon oft gehört, ihr schreibt weiter eure Klassenarbeit, wie ihr wollt, und ich werde am Ende den Mittelwert bilden aus allen Noten und alle kriegen dann die gleiche Note, egal wie viel sie geleistet haben. Na, und das läuft dann, erste Klassenarbeit, die Einserschüler schreiben eine 1, die Zweierschüler eine 2, die Fünfer-Schüler machen wieder nichts, die Sechserschüler sind wahrscheinlich gar nicht da, kriegen eine 6, alles gut. So, dann schauen die auf ihre Klausur drauf, der Sechserschüler sieht, oh, ich habe eine 3. Na, weil die Einser- und Zweierschüler, die haben gelernt wie vorher, die schauen aber auf ihre Klausur und merken, oh, ich habe ja auch eine 3. Blöd gelaufen, so, nächste Klausur. Und dann sitzen wir da, der Einserschüler denkt sich, Alter! Jetzt muss ich hier für die 5er- und 6er-Schüler was leisten und ich kriege am Ende eh eine 3. Lernt weniger. Schreibt eine 2-. Ne, die 3er-Schüler denken sich, oh mein Gott, ja, für die 3 hätte ich jetzt auch eigentlich nicht lernen müssen. Ja, lernt weniger.
Und der Sechser-Schüler macht genauso wenig. Und der Fünfer-Schüler und der Vierer-Schüler machen vielleicht noch weniger, weil sie sich denken, oh, bin ja eh auf eine 3 gekommen. So, nächste Klassenarbeit, Notendurchschnitt 4. So, und die nächste Klassenarbeit lernt keiner mehr. Was soll uns mit dieser ziemlich absurd anmutenden Analogie gezeigt werden? Nun, offensichtlich soll der normale Schulunterricht, wo jeder nach seiner Leistung bewertet wird, mit dem Kapitalismus verglichen werden. Und dieser andere Schulunterricht, wo jeder eine Einheitsnote erhält, dient zum Aufbau eines gigantischen Strohmanns, den wir nachher nochmal besprechen werden. Ja, dass im Kapitalismus eben nicht die Leistung entscheidend für das Einkommen ist, habe ich gerade schon empirisch gezeigt. Aber auch theoretisch gibt es überhaupt keinen Grund, warum Leistung das Einkommen determinieren sollte. Wenn ich ein Aktienpaket in Höhe von 1 Milliarde Euro geerbt habe, dann brauche ich dafür nichts zu leisten. Ich brauche einfach nur in die richtige Familie geboren zu sein. Und dann warten, wie die Kapitaleinkommen auf mein Konto fließen. Aber auch wenn ich erst einmal Kapital akkumuliert habe und mir davon beispielsweise Aktien kaufe und die Aktienrendite über dem Wirtschaftswachstum liegt, dann werde ich langfristig einen immer weiteren Vermögens- und Einkommenszuwachs erleben, ohne dafür etwas leisten zu müssen. Die Leistung vollbringen die Arbeiter, die in den Unternehmen arbeiten, von denen ich die Aktien besitze. Sie vollbringen die Leistung, ich erhalte das Einkommen. Der Kapitalismus teilt Einkommen nicht nach Leistung zu. Aber jetzt könnte man doch sagen, innerhalb von Firmen, da werden die Arbeiter doch bestimmt nach Leistung bezahlt. Nein, auch da ist das nicht der Fall. Das zeigt zumindest folgende Studie. Der Ärger mit der Humankapitaltheorie von Blair Fix. Dort hat man sich verschiedenste Parameter angeschaut, um zu gucken, was denn genau das Einkommen von Arbeitern innerhalb einer Firma determiniert. Und da hat man Dinge wie die Ausbildungsdauer, das Alter oder die Erfahrung in der Firma genommen, um das Einkommen zu erklären. Und wenn man die Korrelation mit dem logarithmischen Einkommen genommen hat und das alles so zusammengewürfelt hat, dass sich die maximale Korrelation ergibt, also das aggregierte Humankapital, dann war R², wie gesagt, bei dem, wo man es am höchsten setzen konnte, bei 0,27. Das heißt, ein Viertel bis ein Drittel der Unterschiede wird durch Dinge wie Erfahrung in der Firma oder Ausbildungsdauer erklärt. Aber der Großteil der Unterschiede in der Bezahlung wird eben dadurch nicht erklärt. Was den Großteil der Unterschiede in der Bezahlung erklären kann, das ist der hierarchische Rang innerhalb der Firma. Und der muss nicht mit den eben genannten Dingen korrelieren. Sonst würden diese Dinge ja auch positiv mit dem Einkommen korrelieren, aber das tun sie nicht. Ich sagte ja schon, dass die Ungleichheit der Arbeitsproduktivität von Arbeitern, die dieselbe Aufgabe tun, der Gini-Index, bei 0,1 liegt. Der Gini-Index der Ungleichheit der Einkommen von Arbeitern von verschiedenen hierarchischen Rängen liegt innerhalb derselben Firma allerdings bei rund 0,5. Also der Gini-Index der individuellen Leistung 0,1, Gini-Index der Einkommensungleichheit von hierarchischen Rängen 0,5. Die Unterschiede in der individuellen Arbeitsproduktivität erklären auch hier nicht die Ungleichheit der Bezahlung. Die Ungleichheit der Bezahlung wird auch innerhalb von Firmen durch eine unterschiedliche Position in der Machthierarchie erklärt und durch nichts anderes. Individuelle Leistung und Lohnhöhe haben sehr, sehr wenig miteinander zu tun. Wenn ihr euch dazu noch ein bisschen mehr informieren wollt, dann schaut euch die in der Beschreibung verlinkten Studien an oder schaut euch das Video von Morph mit Meinung an, der sich die eben zitierte Studie auch in einem etwas längeren Video angesehen hat. Aber wir sehen hier wieder das gleiche Problem, was die Ketzerkirche die ganze Zeit hat. Anstatt sich den realen Kapitalismus anzusehen, so wie er in der Realität funktioniert, so wie er Ungleichheit erzeugt, so wie er Ressourcen zuteilt, wird eine absurde Vorstellung von dem Kapitalismus als Leistungsgesellschaft etabliert. Es wird ein Zusammenhang zwischen Leistung und Einkommen hergestellt, der so in der Realität nicht existiert. Ja, also das ist im Endeffekt Kommunismus an einem sehr greifbaren, einfachen Beispiel einmal durchexerziert. Wo ist die Motivation, mehr zu leisten wie andere, wenn alle eh das Gleiche bekommen?
Nein, das ist auch kein Kommunismus. In keinem realsozialistischen Staat dieser Welt, nicht in der DDR, nicht in der Sowjetunion, hat jeder den gleichen Lohn bekommen. Der Fabrikdirektor hat mehr verdient als der einfache Arbeiter. Ein Profifußballer hat mehr verdient als ein Supermarktkassierer. Auch in den realsozialistischen Staaten gab es Differenzen zwischen verschiedenen Löhnen, die eben auch natürlich nach Qualifikation erfolgten. Man kann nicht jedem das gleiche Einkommen zahlen, obwohl die Anfordernisse an einen Job völlig unterschiedliche sind. Doch darum geht es natürlich nicht. Es geht nicht darum, wie in den Planwirtschaften tatsächlich gewirtschaftet wurde. Es geht nicht darum, die Systeme zu vergleichen. Es geht einfach nur darum, den Kapitalismus als Leistungsgesellschaft zu mystifizieren und ein Schreckgespenst, was es niemals gab und auch niemals geben wird, an die Wand zu malen, um einen Strohmann zu haben, auf den man draufhauen kann. Der Kapitalismus ist, wie ich eben ausführlich gezeigt habe, natürlich keine Leistungsgesellschaft, sondern ein Wirtschaftssystem, das auf dem Besitz von Kapital beruht, welches einem die Verfügung über die Arbeitskraft anderer Menschen zusichert. Was jetzt natürlich auch keine moralische Wertung sein soll. Es soll einfach nur das System beschreiben, so wie es ist und nicht wie es sein sollte. Denn wenn wir nicht sachlich über dieses System reden können, sondern uns immer hinter solchen Mystifikationen verstecken und irgendwelche absurden Strohmänner aufbauen, dann können wir nicht rational über Wirtschaftspolitik reden. Und in diesem Sinne war der Beitrag von der Ketzerkirche mustergültig für die Beiträge, die häufig aus der neuen Rechten kommen. Liberale Propaganda, die sich gar nicht daran interessiert ist, sich die Realität anzusehen, sondern die sich irgendein ideales System herbeiimaginiert, so wie es ein neoklassischer Professor nicht besser an die Wand projizieren könnte.